Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist: Simon, wann glaubst du, dass Cannabis in Deutschland legalisiert wird? Pussys würden jetzt auf diese Frage sowas antworten wie: Ja, das hängt von mehreren Faktoren ab und kann man daher gar nicht so genau einschätzen. Warum meine Antwortzeit einiger Zeit immer lautet 31. März 2022, erfahrt ihr nach der Werbung von Raid Shadow Legends, das rundenbasierte Fantasy-RPG, kostenloser Preis. Das Game gibt's jetzt auch für PC und ist cross-Plattform spielbar. Battle dich mit der restlichen Raid-Community in Tournamenten, tu Kämpfen gegen den Spider-Stain oder den notoriosen Drachen. Ende Mai kommen im Patch 1.15 brandneues Arena-Tournament, das dich Punkte abhängig von deinem Tier gewinnen lässt und tolle Preise gewinnen. Ich selbst bin natürlich der krasseste im Game, egal ob im Dungeon oder Arena-Kampf, ich alles wegboxen. Dies habe ich auch unter anderem meinem Level 40 Gordorub zu verdanken, dessen Rang ich jetzt erstmal mit diesen vier leckeren Hühnchen steigere. Oh yeah, jetzt hat er 5 Sterne und hat somit mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Klicke dir den Link in der Videobeschreibung, um 100.000 Silber zu sichern und noch den freien epischen Champignon Jotun. Innerhalb der nächsten 30 Tage du deine extra Belohnungen in Inbox aufrufen können. Okay, warum wird jetzt Cannabis am 31. März 2022 legalisiert? Ich habe mich schon immer gefragt, wie ein Gesetz, das offensichtlich so wenig wirkt, überhaupt legal sein kann. Und laut vieler Experten ist es das wirklich nicht. Doch warum ist das Cannabisverbot verfassungswidrig? Solberger hat vor kurzem erst ein Video zu dem Thema gemacht und ich finde, seine Analyse geht da für so einen Fachkanal erstaunlich wenig ins Detail. Daher hier meine Analyse. Alle Gesetze in Deutschland müssen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechen. Das bedeutet, dass jede Maßnahme, die in Grundrechte eingreift, einen legitimen öffentlichen Zweck verfolgen und überdies geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein muss. Verfolgt es einen legitimen Zweck? Dass Leute weniger Cannabis konsumieren und somit dessen Schäden reduziert werden, kann man definitiv als legitimen Zweck beurteilen. Aber dass das Gesetz geeignet, verhältnismäßig oder erforderlich ist, behauptet heute so gut wie keiner mehr, der sich mit dem Thema auskennt. Selbst harte Cannabis-Gegner wie Dr. Thomasius plädieren für eine Entkriminalisierung. Das Gesetz ist nicht geeignet, weil man anhand von Ländern, die bereits legalisiert haben, erkennen kann, dass der legale Status keinen signifikanten Einfluss auf den Konsum hat. Warum ist es auch nicht erforderlich? Dies wäre es ja nur, wenn es unbedingt notwendig ist, hier Konsumenten mit Freiheitsstrafen und Geldstrafen zu bestrafen, um den Konsum zu senken. An Drogen wie Tabak sieht man, dass es nicht nur nicht notwendig ist, den Drogenkonsum auf diese Weise zu reduzieren, sondern dass man im legalen Rahmen durch Regulierungen sogar besser den Konsum senken kann. Und ist es verhältnismäßig, gegen Millionen größtenteils volljährige Cannabisbesitzer vorzugehen, mit Geldstrafen, Freiheitsstrafen, Führerscheinentzug, um damit den Konsum einer Droge zu senken, an der noch niemand gestorben ist, dessen Konsumenten größtenteils keine Probleme aufgrund des Konsums haben, abgesehen von den strafrechtlichen Konsequenzen, während aufgrund der Folgen des Alkoholkonsums Hunderttausende sterben, ohne dass da so extrem dagegen vorgegangen wird. Dass mit Alkoholkonsumenten anders umgegangen wird als mit Cannabiskonsumenten, verstößt übrigens noch zusätzlich gegen den Gleichheitssatz aus Artikel 3 Grundgesetz. Dieses Grundgesetz ist massiv in Gefahr. Gleiche Fälle sollen gleiche Regeln treffen. Eigentlich. Der Schildauer Kreis, ein Zusammenschluss aus 122 Strafrechtsprofessoren, ist ebenfalls der Meinung, dass es sich um ein verfassungswidriges Gesetz handelt. 1994 wurde das Cannabisverbot allerdings bereits auf den Prüfstand gestellt. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht lautete leider, dass das Gesetz nicht verfassungswidrig ist. Die Begründungen hierfür lauteten unter anderem, dass es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber gibt, ob das Cannabisverbot ein geeignetes Mittel ist, um den Cannabiskonsum zu senken im Vergleich zu Regulierungen im legalen Rahmen und dass die Verhältnismäßigkeit dadurch gegeben ist,
dass die Richter ja die Wahl haben, von einer Strafe abzusehen, wenn es sich um eine geringe Menge handelt. Mit den gleichen Begründungen wurde ein Antrag auf das Prüfen der Rechtmäßigkeit des Cannabisverbots im Jahr 2004 vom Verfassungsgericht ebenfalls abgelehnt. Es ist ja nicht so schlimm, weil es trifft ja nur die Dealer. Bei einem einfachen Konsumenten wird das Verfahren eingestellt. Das ist so die Aussage des letzten Punkts nochmal so in Volkssprache übersetzt. Selbst wenn es nur die Dealer treffen würde, was bei weitem nicht so ist, wäre das zu beanstanden. Es ist ja nicht so, dass Dealer automatisch schlechte Menschen sind. Ein Dude, der 4 Pflanzen bei sich zu Hause hat und nachweislich an seine Freunde, die das sowieso konsumieren würden, regelmäßig Cannabis verkauft, kann schon mit Freiheitsstrafen rechnen. Wieso ist das verhältnismäßig? So zumindest meine Argumentation, aber der deutlich entscheidendere Aspekt ist, dass die Aussage des Bundesverfassungsgerichts, dass es keine Erkenntnisse darüber gibt, wie sinnvoll das Verbot ist, um den Konsum zu senken, nicht mehr zutrifft. In den letzten Jahren haben über 10 Staaten Cannabis legalisiert, was uns gute Erkenntnisse in diese Richtungen bringt. Deshalb hat der Deutsche Hanfverband von den Anwälten Henriette Scharnhorst und Johannes Honecker eine Mustervorlage für einen Antrag schreiben lassen, die Richter und Anwälte verwenden können, um die Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes anzufechten. Richter haben es hier deutlich leichter. Diese können direkt damit zum Bundesverfassungsgericht, wenn sie über einen solchen Fall entscheiden müssen. Anwälte normaler Konsumenten müssten hier erst zum Amtsgericht, dann zum Landgericht, dann zum Oberlandsgericht, dann erst zum Bundesverfassungsgericht. Das Ganze ist natürlich verdammt teuer, aber wenn ihr das Geld habt, könnt ihr ja vielleicht zusammen mit eurem Anwalt Druck machen, wenn ihr mit Gras erwischt wurde. Der erste Antrag mit der Mustervorlage des DAV wurde von Richter Andreas Müller am 20.04.2020, also an 420, an das Bundesverfassungsgericht geschickt. Das ist doch eine Ungerechtigkeit, die diesem Gesetz so auf der Stirn steht. Das muss doch jeder sehen. Strafrecht ist der absolute falsche Weg. Der einzige Weg geht über Gesundheitsschutz. Wir wollen das nicht weiter mitmachen und rufen das Bundesverfassungsgericht an. Ich habe diese Mustervorlage überflogen und würde diese als sehr stabil einstufen. Stabil! Das Bundesverfassungsgericht stuft pro Jahr ungefähr 6 Gesetze als verfassungswidrig ein, wobei es sich in den meisten Fällen nur um Formfehler handelt. Aber der Bundestag macht auch schwerwiegendere Fehler. Erst letzte Woche erklärte das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz zur Überwachung des BKA von Bürgern im Ausland für verfassungswidrig. Wird es bei einem Cannabisverbot auch so sein? Ja. Aber bis das Verfassungsgericht zu dieser Entscheidung kommt und bis der Bundestag dann die Gesetze anpasst, wird es ein klein wenig dauern, und zwar bis zum 31. März 2022. An diesem Tag wird Cannabis mindestens entkriminalisiert werden. Verbreitet also schon mal die frohe Botschaft, lasst uns dieses Ziel gemeinsam manifestieren. Wenn das Cannabisverbot bereits verfassungswidrig ist, dann müssten doch die Verbote von weniger gefährlichen Drogen wie Pilze, LSD, DMT erst recht verfassungswidrig sein. Sollte man da nicht auch eine Vorlage für solche Drogen erstellen? Wenn ich bei Patreon oder Twitch bei 30.000 im Monat bin, werde ich so eine Justizkampagne finanzieren. Also supportet mich da. Bis dahin, Peace!